Hallihallo, wie einige schon mitbekommen haben, bin ich jetzt mal spaßeshalber auf WLAN umgestellt und funktioniert mittlerweile. Kurz mal aufgelistet, was ich da so gemacht habe. Laptop ist angeschlossen. Ja, nicht mehr ans Netzwerk. Läuft über Bluetooth und WLAN halt. Hat eine Menge Kabel eingespart. Ist natürlich noch mit Kabeln angeschlossen. Ich glaube, ich mache gleich mal ein bisschen Licht, dann sieht ja keine Sau, was ich hier habe. Kabel angeschlossen an meinen Fernseher. Stromkabel hat noch und eine Maus. Ansonsten nichts. So, also da am Fernseher angeschlossen. Wie ihr seht, geht's. Problem bei Linux Mint war, Bluetooth zum Laufen zu kriegen. Ja, unten in dem Schrank da drunter. Ich mache jetzt gleich mal Licht an, keine Angst, jetzt wird's heller. In dem Schrank unterm Fernseher ist natürlich meine Stereo-Anlage. Ja. Und ich wollte mit meinem Laptop gerne auf meine Stereo-Anlage zugreifen. Und zwar per Bluetooth. Ich habe da so einen Bluetooth-Adapter für die Stereo-Anlage. Ne? Kennt die ein oder anderen schon mal. Ne? So, musste ich erstmal was fummeln. Und zwar muss ich mir Blue Devil installieren unter Linux Mint, damit ich auf mein CSL-Gerät, ne, das ist so ein kabelloser Kopfhörer Bluetooth, zugreifen konnte, damit meine Stereo-Anlage, die hier unten ist, macht jetzt gerade mal das Türchen auf. Kann man aber erkennen, wahrscheinlich nicht. Gut, hier drin hat es dann so ein Bluetooth-Adapter-Kabelchen, was da so ab und zu so blau blinkt, ja. Das ist dann quasi mit einem Klinkenstecker auf Cinch mit der Stereoanlage verbunden, damit da Geräusch kommt. So, das war das eine. WLAN einrichten war kein Problem mit meinem Laptop. Habe ich schon mal gezeigt, wie ich das gemacht habe. Da musste ich die B43-Treiber, weil es ein Dell-Laptop ist, einrichten. Kein Problem. Jedenfalls bräuchte ich jetzt theoretisch überhaupt keine Kabel mehr, wenn ich es nicht an den Fernseher anschließen wollte und an Strom. Und meine Maus habe ich da noch dran angeschlossen, sonst nichts. Was haben wir sonst noch? Der Tuxedo Micro, was nichts anderes ist als ein Shuttle, hat jetzt den Platz eingenommen, wo vorher der HP-Server stand. Der bräuchte theoretisch natürlich, ja, weil ich den quasi nur als NAS benutze, so gut wie nichts. Ne? Hat jetzt Strom. Und das andere Kabel ist kein Netzwerkkabel, sondern HDMI. Und kabellose Tastatur und Maus haben natürlich sowohl Laptop als auch der Tuxedo. Ne? Dieses kleine Steckerchen ist für kabellose Tastatur und Maus, HDMI-Anschluss, damit ich auch über WLAN drauf zugreifen kann und dann auf meinem Fernseher auch mal gucken kann. Moment, ich muss jetzt eben nach der Fernbedienung schnappen. Ein anstrengendes Video, das ist wieder so warm heute. So, stimmen wir mal oben auf den anderen PC. Da, das Bild kommt vom Tuxedo Micro. Habe ich natürlich auch wieder eine kabellose Tastatur, damit ich auf den Tuxedo da hinten zugreifen kann. Das gleiche gilt für den Laptop. Kabellose Tastatur und Maus, damit ich auf den Laptop zugreifen kann. Beim Tuxedo war es dann faszinierend. Ich war zu blöd unter Lubuntu. Ne? Wir haben hier Lubuntu drauf. Erkennt man da an der Stelle. Und ja, ich wusste halt gar nicht, wie geht es jetzt mit WLAN hier einrichten. Ich habe damit Rechtsklick mit Funknetzwerk verbinden geklickt und dann kam ich drauf. Also ist jetzt auch per WLAN verbunden. Bluetooth brauche ich dann nicht, der soll keine Musik machen, der soll nur als NAS-Laufwerk dienen. Da habe ich eine Samba-Freigabe, wie ich sowas gemacht habe. Habe ich schon mal gezeigt. Und dann ist der auch am Fernseher dran und wie gesagt dann mit der Tastatur bedienbar. Und unten drunter den ganzen Netzwerkschrank leergeräumt. Das war mal ein Netzwerkschrank. So, wo kommt das Internet her? Ich habe Telekom. Habe hier so ein Speedport Neo-Dingenskirchens gekauft. So, ne? Schlau wie ich bin. Ich hatte aber analoges Telefon. Jetzt ist das aber Voice-over-IP, das Ding. Ne? Also Internet und WLAN gingen sofort. Das Ding kann auch DLAN, wenn es sein muss.
Aber jetzt muss ich noch warten, bis ich Voice-over-IP machen kann. Das Ding habe ich natürlich ganz anders angeschlossen, wie vom Erfinder vorgesehen. Diese faszinierende Konstruktion habe ich mir ausgedacht, weil ich wohl das Ding auch mal ausschalten können. Ja, auch mal so, ne? Mein Kill-Switch hier. Und hier zwischen hat es dann noch so ein Teil, das ist Überspannungsschutz, ne? Damit da nicht der Blitz kommt. Ne? Nämlich nicht der Blitz. Jetzt haben einige entdeckt, das ist ja doch ein Netzwerkkabel. Das ist für Notfälle. Das zeige ich gleich, wo das hingeht. Und das weiße Kabel da, das geht zur Telefondose. Also Netzwerk für Notfälle habe ich noch da. Über eine geschützte Netzwerkdose. Netzwerkdose, jetzt fällt mir schon eine Sprudelflasche um. Beinahe alles durchgebrannt hier. So, ich habe hier eine Steckdose, die kann zum Beispiel auch das Netzwerk filtern, falls mal der böse Blitz kommt. Habe ich da eingesteckt und das grüne Kabel geht dann zu meinem Netzwerk-Switch, der immer noch existiert. Ne? Also für, ist quasi mein WLAN-Kabel, ne? Für Notfälle. So, so, die anderen Stecker da drin. Hier ist übrigens dieses Telefon, was nicht telefonieren kann momentan, weil ich einen verkehrten Vertrag noch habe. Da kann man jetzt aber mal gucken. Ganz nett finde ich da dran Service. Da kann ich WLAN vom Router ausschalten, wenn ich denn wollte. So. Okay, das haben wir kapiert. Dann hätten wir noch, ich mache jetzt mal Musik aus, das ist jetzt doof. Musik aus. Dann hätten wir noch, wo gehen die WLAN-Kabel hin? Ja, ich habe hier noch so ein bisschen gebastelt. Hier hinter der Tür hatte ich sowieso nie Strom eigentlich so wirklich. Da ist jetzt meine unterbrechungsfreie Stromversorgung hin. Dann hat zum Beispiel meine Lampe da in der Ecke auch Strom gekriegt und von da aus gehen noch viele Kabel zu meinem PC-Dingskirchen. Also hier, damit die Tür nicht dagegen feuert, habe ich dann noch so eine Kiste da vorgestellt. Das ist alles sehr professionell gemacht, wie ihr seht. So, so. Und als nächstes, hier gibt es dann noch WLAN-Kabel quasi. Hier hat es dann mal einen Netzwerk-Switch, der im Moment nicht benutzt ist. So, da hat es noch viele Kabel. Warum hat es noch viele Kabel? Weil mein Monitor mit vielen Endgeräten verbunden ist und ja, da braucht es noch Kabel. Das hat aber nichts mit WLAN zu tun. Alles noch mit WLAN geschaltet, wie man sieht, verbunden über WLAN mein Android-Gerätchen. Der gleiche Monitor, auch benutzbar vom normalen PC aus. Das war das Android-Gerätchen, was hier in der Ecke steht. Über die WLAN-Antenne im Moment online und das Ganze ist ein Touchscreen. So, wie man sieht, hallihallo, seht ihr mich? Ich hoffe nicht. So, als nächstes wollen wir mal gucken. Alternativ, jetzt fahren wir die Fabrik mal wieder runter, weil wir wollen keine bösen Vögel. Okay, können wir dann auch noch den PC mal anschalten? Ganz normalen PC 0815. Kabel vorne ist ein Lautsprecherkabel, damit aus dem Monitor auch Ton rauskommt. Dann habe ich hier oben noch, das ist mein WLAN-Kabel, USB-Adapterkabel, daran ein WLAN-Stick dran, hatte ich noch da, wo das Ding funktioniert. Dann habe ich hier noch auch noch vom PC unten, damit ich mich nicht so bücken muss auf alte Tage, noch ein CD-Laufwerk dran gesteckt. So, damit überbrücken wir quasi das Booten von Kubuntu. So, hier Kubuntu, das ist jetzt der PC. Der hat dann auch WLAN über diesen Stick, wie gesagt. Über den Stick kriegt der sein WLAN. Gut, dann muss ich jetzt bei K-Wallet hier noch ein Passwort eingeben. Das ist jetzt doof. Dann blende ich mal aus. Ihr könnt euch inzwischen den blöden Stick noch mal angucken. So. Feuer. So. Und dann sind wir gleich verbunden mit WLAN. So, jetzt muss ich das alles wahrscheinlich im Video wieder ausblenden, damit ihr nicht wisst, wie mein WLAN heißt. Aber ist mir jetzt gerade egal. So, Kubuntu. Wie gesagt, damit ich das ganze Ding auch noch per Touchscreen bedienen kann. Also WLAN haben wir. Wunderbar.
Kubuntu 15.04, habe den anderen Hintergrund gemacht, lade ich euch hoch. Müsste ich jetzt das Touchscreen-Kabel vom Monitor, das ist hier quasi das Kabel vom Monitor, damit das Display vorne, das dann wie eine Maus wirkt, jetzt mittlerweile dann bei meinem PC, da muss ich jetzt hier mal schnell reinstecken. So, so, jetzt steckt das Touchscreen-Kabel, kann man das erkennen, ebenfalls in meinem PC, USB-Verlängerungskabel, wo auch WLAN ist. Jetzt kann ich da auch drauf rumtatschen, hoffentlich. Man sieht, es werde nicht, es geht. Und wir sehen, ich kann da drauf rumtatschen und mich bewegen. Ich muss jetzt hier durchs Display von dem blödsinnigen Handy gucken. Im Moment geht meine Videokamera nicht, SD-Karte ist defekt. Gut, dann ein kabelloses Headset haben wir auch. Da habe ich aber dann extra Steckerchen für das kabellose Headset. Gibt es dann extra so ein USB-Adapterchen und die Kabel habe ich an den Hut gehängt. Nein, das ist das Ladekabel vom Headset. Gut. Ich glaube, jetzt haben wir so ungefähr einen Eindruck, was ich gerade so am Basteln war. Wie gesagt, im Moment sind eine ganze Menge Kabel rausgeflogen. Was da noch so ist, kann ich euch erzählen. Was ist das für ein komisches Brett? Ich hab's ja nicht mehr alle auf dem Brett, damit habt ihr auch wieder war. Das ist eine Tür, ja, also dieses Holzding da mit dem Rahmen da. Ne? Das war eine Kühlschranktür von mir. Ich hatte letztens ein Video vom Kühlschrank. Ich habe einen neuen Kühlschrank. Nein, ich habe ihn nicht kaputt gemacht. Ich hatte schon vor Urzeiten einen neuen Kühlschrank und die Kühlschranktür wollte ich jetzt wegschmeißen. Die hat aber so einen schönen Holzrahmen und Hintergrund weiß. Da habe ich mir ein Poster drauf gemacht und versteckt so ein bisschen meine Kabel, die ich noch so habe. Das ist total pfiffig. Oder auch nicht. Gut. Wie gesagt, angefangen waren wir da beim Laptop. Vielleicht kann man jetzt ein bisschen besser erkennen. Jetzt haben wir vielleicht ein bisschen mehr Licht. Dass wir den Laptop hier quasi mit USB kabellos und WLAN kabellos mittlerweile verschaltet haben können, auf die Stereo-Anlage zugreifen und dort dann, ja, VGA-Kabel brauche ich noch. Ich weiß jetzt nicht, wie ich kabellos mein Videobild dahin kriege, aber ihr könnt ja mal Vorschläge machen. Und der Tuxedo, der da hinten steht, der kann auch auf dem Fernseher. Jetzt habe ich meine PCs im Wohnzimmer von 7 auf 4 reduziert. Sagen wir mal 5, denn das Smartphone ist ja auch ein PC. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss. Ob dieses Speedport-Ding von der Telekom jetzt der Brenner ist, weiß ich noch nicht. Werde ich sehen. Werde das für euch mal checken. Und tschüss.